Am kommenden Dienstag wird der Freiburger Gemeinderat ein weiteres Mal über die Einführung eines kommunalen Ordnungsdienstes debattieren. Nach der Kommunalwahl wollen verschiedene Fraktionen den Beschluss zum KOD kippen. Freiburgs Oberbürgermeister Dieter Salomon sagte im Vorfeld zu seinem Abstimmungsverhalten: Ich halte von einem KOD nichts. Ich finde, man kann Lärm nicht mit polizeilichen Maßnahmen so bekämpfen, dass es keinen Lärm mehr in der Innenstadt gibt. Wir sind eine Großstadt, dort findet das Leben auch nachts statt. Die Innenstadt ist weiterhin hochattraktiv. Die Menschen leben gerne in der Innenstadt. Im November letzten Jahres hatte der Gemeinderat der Stadt Freiburg mit 25 zu 24 Stimmen für den kommunalen Ordnungsdienst gestimmt.